Yay, Leute, das Skype-Problem ist gelöst. Ja, zumindest vorerst, denke ich mal. Es geht wieder alles, funktioniert alles wunderbar. Skype hält sich auch im Rahmen, ich kann es euch ja mal zeigen. Wo haben wir es denn jetzt diesmal? Skype, da. So, CPU-Auslastung ist nicht mehr so übertrieben, das heißt, es hat diesmal geklappt. Ich kann euch auch jetzt sagen, woran es lag. Was für ein Scheiße, dass ich alles deinstallieren musste und so ein Kack, aber egal. Und zwar hat der gute Nostalgic-Kutun hier einen netten Beitrag geschrieben. Ich kann auch sagen, was wirklich das Problem war, was es jetzt behoben hat. Wo ist es denn jetzt? Jetzt finde ich es nicht über was. Ah, genau, hier. Das war nämlich die Sache mit Adobe Flash. Ich habe das neu installiert und danach ging's. Toll, Skype. Toll. Toll, Microsoft. Toll, danke. Wenigstens klappt's jetzt wieder. Skype-Problem gelöst. Jetzt muss ich euch nur bitten, dass alle, die mich in Skype haben, mich nochmal neu adden, weil, wie ihr seht, alles weg. Weil ich ja auch nochmal Skype komplett deinstalliert habe, in der Hoffnung, dass das wirklich funktioniert, aber hat auch nicht funktioniert. Es war lediglich Flash. Es war lediglich Adobe Flash. Sinnfrei, mehr sage ich nicht dazu. Egal, es funktioniert wieder. Leute, die mich in Skype hatten, bitte nochmal neu adden. Ich weiß nicht mehr alle Skype-Namen, deswegen hoffe ich, dass ihr mich soweit nochmal adden könnt. Mit diesen erfreulichen Erfolg sage ich jetzt auf Wiedersehen und viel Spaß bei meinen Let's Play-Videos.